Herzlich willkommen beim Wetter. Heute zum Wochenbeginn erwartet uns verbreitet im Land von früh bis spät sonniges Wetter und erst im Laufe des Nachmittags bilden sich lokal kleine Quellwolken. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag wiederum auf ein sommerliches Niveau und es werden häufig 23 bis 30 Grad erwartet. Im Westen sind örtlich auch bis zu 31 oder 32 Grad drin. Somit erwartet uns hier hochsommerliche Hitze. Am Dienstag geht es dann im Westen vielerorts wiederum von früh bis spät mit strahlendem Sonnenschein weiter und es bleibt auch hier sommerlich warm. Im Osten kommen dann im Laufe des Nachmittags vom Osten her dichtere Quellwolken auf, ein Höhentief nähert sich hier und es können sich dann gegen Abend hin von Brandenburg bis zum Bayerischen Wald hinunter lokal kurze Schauer bilden. Meist bleibt es aber auch hier trocken. Die Temperaturen steigen auf rund 21 bis 23 Grad von der Ostseeküste bis nach Niederbayern runter und sonst werden weiterhin die sommerlich warmen 23 bis 30 Grad erwartet. In den kommenden Tagen geht es dann, wie hier im Trend für Berlin zu erkennen ist, vorübergehend durch dieses Höhentief unbeständiger weiter. Es stellt sich eine Wetterlage ein, mit der es hier und da auch einmal zu Schauern kommen kann am Mittwoch, Donnerstag und am Freitag. Örtlich werden auch Gewitter mit dabei sein, aber diese lokalen Schauer und Gewitter werden die Trockenheit bzw. Dürre über weiten Teilen Nord- und Nordostdeutschlands nicht bekämpfen können. Die Temperaturen pendeln dann durch diese Schauer und Gewitter meist nur zwischen 20 und 23 Grad herum. Das war's vom Wetter, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.